Coconut Graff. Oder? Castaway? Ein Loch. Loch Ness? Oder Lech, Releza? Und die Menschen in der Steiermark, die sehr gut gebildet sind, würden sagen, und? Hörst du, oder? Da würde ich sagen, genau. Und für dich, wenn du sagst, hörst du, oder? Werde ich jetzt vorspielen. Ein Flötenkonzert. Einen Tag, verstehst du? Beim Loch Ness. Hörst du, oder? Und jetzt gehe ich in den Tunnel. Schau mal, ob es besser klingt. Oder auch nichts. Draußen ging es nicht schön. Im Tunnel ist auch kaum Hall. Aber sie will es mal im Tunnel. Probieren wir es mal alles im Tunnel. Schau mal. Und jetzt gehen wir Schritt für Schritt, Step für Step, for Step, Step by Step, glaube ich, heißt es. Schauen wir ein Traktor. Schön. Und ein Vogel. Ein Traktor an dieser Seite. Und eine Schilfmatte. Sound an dieser Stelle. Und dann gehen wir jetzt von Loch hinaus. Durch die weite, weite Welt. Ins Loch, bis erst mit dem Loch. Zum, zurück. La, dam, bam, 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 bam. Oder kann man Triolen auch nehmen? Und hier ist Indiana Joe. Indiana Joe. Und hier raucht angenehm. Schaut schön aus. Schau. Angenehm. Sehr angenehm. Angenehm. Optisch, verstehst du, ist die Welt noch in Ordnung? In Österreich. Optisch, das will ich betonen, liebe Mädchen. Bis zum 13. Lebensjahr sind auch die Mädchen und die Knaben so halbwegs in Ordnung. Aber ab dann stimmt die Welt nur mehr optisch. Verstehst? Optisch ist die Welt das ganze Leben in Ordnung. Optisch gesehen, verstehst? Optisch betrachtet. Du musst schauen, dein Großpapa, schau, der hat das wirklich gemacht. Schau, sonst könnte ich nicht drauf klopfen, verstehst? Aber die Paletten. Du glaubst, er hat langsam gearbeitet, das mag sein, aber er hat es tatsächlich gemacht, sonst könnte ich es nicht, schau, drauf, Scheiße, ich kann die Flöte jetzt drauflegen. Die existiert wirklich, die Paletten, verstehst du, die ist wirklich gemacht worden. Der Giuseppe hat auch in der Eisenbahn 10 Jahre Paletten geflochten, obwohl er ein Großgrundbesitzer war. Aber zusätzlich, verstehst du, um Geld für die ganzen Tochter und Söhne anzusparen. Aber dann hat ihn leider jede Frau abgelehnt. Als hat er so viel Geld, versteht und weiß nicht wohin damit. Und so geht es jeden anderen auch. Sehr viel Geld, versteht, es liegen etwa so 500.000 Millionen US-Dollar um und um. Aber niemand will es verbrauchen, weil alles so teuer ist, versteht. Wenn es ein Tag kostet, zum Beispiel gleich 400.000 Dollar, dann sagt jeder, das spare ich liebes Geld. Ist klar, wenn es zu teuer ist, versteht. Man würde sagen, wenn du das Fass jetzt neu anschaffen würdest, verstehst? Auftragsvergabe. Ich suche Fassbinder,
Da musst du für eins 400 Euro zahlen. Für eine solche Dings habe ich 400 Euro gezahlt. Und jetzt hat das 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fesseln. Verstehst du, nennen wir das? Man muss es rechnen, dass das 3.000, 4.000 Euro kostet. Und das Holz, verstehst du, muss rechnen 10.000 Euro. Und ist so, gell? Und da sagt jeder Bauer, ich behalte lieber den Wald, weil da müsste ich 20, 30 Hektar verkaufen für einen Fass, verstehst? Und da kann ich meinen Moos den nicht leisten. Servus. Und das, siehst du, hat den Opa gemacht, das Fass einerseits und andererseits der Tisch. Und der hat wirklich was getan, der hat zwar langsam gearbeitet, verstehst? Aber doch, verstehst? Und das ist ein Beispiel für diese Jungs, verstehst? Langsam zwar, und du darfst 12 Bier pro Tag trinken, aber du musst was, verstehst? Und ich grüße auch den Bundespräsidenten, den noch amtierenden, verstehst? Und alles Gute, alles erdenklich Gute. So glücklich kann die Jugend sein, verstehst du? Der junge Bursche ein schönes Mädchen hat, das passt dann.